Da glaube ich, dass da nicht unbedingt ganz so viele Tore fallen, wie sie verteilt werden. Warten wir es mal ab. Liebe Wettfreunde, Oberpokalabende sind zu Ende. Die Bundesliga steht wieder vor der Haustür. Mit Spannung erwartete Spiele, vor allem im Rückblick, wenn ich sehe, was im europäischen Wettbewerb los war. Trotz guter Leistung hat Union Berlin verloren. Alle anderen deutschen Mannschaften waren erfolgreich. Großartig, aber das Tagesgeschäft ruft wieder. Es geht los am Wochenende mit brisanten Spielen. Zum Beispiel geht es damit los, dass der VfB Stuttgart, der überraschende Tabellenführer, gegen Hoffenheim spielt. Materazzi kommt wieder zurück in die alte Heimat. Es sind mit Sicherheit Tore garantiert. Die beiden Mannschaften spielen niemals 0-0. Das gleiche erwarte ich natürlich auch beim Spiel Leipzig gegen den 1. FC Köln. Die Kölner endlich mit dem ersten Sieg. Letztes Wochenende gegen Borussia Mönchengladbach, ein Sieg, das normalerweise beflügelt. Die Leipziger im europäischen Wettbewerb erfolgreich gewesen. Ja, in der Meisterschaft selber haben sie bisher noch ein paar Probleme gehabt gegen Mannschaften, die tief stehen. Der VfL Bochum hat gut vorgemacht, wie bei den Leipzigern einen Punkt holten. Von daher kann ich mir vorstellen, dass Baumgart sich ein paar Dinge erlebt. Das wird ein spannendes Spiel. Die Kölner sind mit Sicherheit nicht hoffnungslos. Das Gleiche gilt natürlich für Eintracht Frankfurt im Spiel gegen Borussia Dortmund. Beide erfolgreich in der Woche im europäischen Wettbewerb. Beide suchen Anschluss an die Spitze, stehen ja relativ ordentlich. Und beide werden mit Sicherheit alles geben für ein torreiches Spiel. Anders sieht es vielleicht aus, ja, Union Berlin. Was ist mit Union Berlin los? Dass sie verloren haben im europäischen Wettbewerb in der Champions League nach guter Leistung, kann passieren. Aber 9 Niederlagen, Pflichtspielniederlagen in Folge, das ist atypisch. Und jetzt kommt ausgerechnet das Auswärtsspiel gegen Werder Bremen. Die selber ja auch schwächeln, die selber auch nicht unbedingt den richtigen Weg eingeschlagen haben, die selber auch noch ein klein wenig Probleme haben mit der Balance im Spiel. Ein Spiel, was mit Sicherheit sehr, sehr brisant ist, denn der Verlierer, gut, Union und Werder stehen da nicht auf rosigen Tabellenplätzen, aber der Verlierer wird große Probleme kriegen. Da glaube ich, dass da nicht unbedingt ganz so viele Tore fallen, wie sie verteilt werden. Warten wir es mal ab. Die Bundesliga ist also Maß aller Dinge, da brauchen wir nicht drüber zu reden. Maß aller Dinge dafür, ob ich im nächsten Jahr wieder europäisch dabei sein werde. Und von daher auch am Anfang dieser Saison, glaube ich, dass wir spannende Spiele sehen werden. Ich wünsche viel Spaß. Bleibt sportlich, bis dann, euer Peter Neururer.